Hallihallo und hi hi, herzlich willkommen in Folge Nummer 2. In unserem heutigen Level-Up-Programm haben wir wieder Spiele, Streit und Heiterkeit. Der Man of the Zocken und Labern Konstantin wird uns gleich einen ersten Eindruck zum Echsen-Adventure Jurassic World Evolution vermitteln, dem Parkaufbauspiel mit großgrauen und spitzzähnigen Urzeitechsen. Aus der Prähistorie gehen wir dann in die noch ungeschriebene Zeit. Unser Level-Up-Review führt im Spiel Detroit Become Human auf die Schrauben. Danach gibt es das Neueste aus dem elektronischen Sport mit Theresa, bevor sich dann Michi und Selina in Rocket League gegenseitig die Motoren um die Ohren pfeffern. Und unser erstes Thema ist passend zu letzterem unser Gaming-Song des Monats. Yeah. Rocket, 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 Rocket League, yeah, yeah. Motor an, die Zeit verstreicht, kurz die Gegner checken, danach geht es 3, 2, 1. Und boom, das ist das Intro zu einem der wohl krassesten Breichle-Lieder überhaupt. In der Gaming-Song-Community nicht völlig unbekannt, immerhin teilte Rocket League-Entwickler Psyonic höchst selbst das Lied auf Twitter, hat dieses Brett aus Beat und Bars von Breichle doch mal mindestens hier noch eine Erwähnung verdient. Mit meinem Vogelkopf vom Boden hoch, ich zeig dir, wie das geht, ey, auf dem Move, den ich hier bringe, schreibst du heilige Makrele. Kommst mit Wörtern und beleidigst mich und machst mir eine Szene, drum bestraf ich dich mit Skills, denn du hast keinerlei Benehmen. Schau her, guck ich dir an dir vorbei, du machst wirklich krassen Scheiß, ist so Trickshot. Gute Zeilen mit Gameplay-Bezug. Ein Beat, der wohl selbst Tiere im Winterschlaf mitwippen lässt und nice Moves im Video. Hobbypiloten ist halt einfach heftig. Ach Gott, du willst mir ein Gegner sein? Selbst im Wasteland steht es nach 10 zu 1. Doch mit viel Glück schaffst du später mal den Prospect 2. So, das war Breichle mit Hobbypiloten und jetzt bin ich neben einem, in keinem Hobby, sondern einem absoluten Pro-Gamer gelandet. Selbstverständlich. Herzlich willkommen im Let's Play Level. Hier neben mir ist unser Lavalurch Konstantin. Mal's Anfang mit der Woche war er wieder zu sehen, wie er bei seiner lieblingsdualen Beschäftigung, nämlich Reden und Spielen, sich durch ein ganz bestimmtes neues Spiel geschlagen hat. Und was ist es denn, was du uns heute mitgebracht hast? Ja, dieses Mal Let's Play Jurassic World Evolution. Und zwar ist das ein Spiel, was auch wieder von Frontier Developments entwickelt und gepublished wurde. Kam jetzt am 12. Juni raus. Mhm. Und Frontier Developments kennt man vielleicht schon aus anderen Aufbauspielen oder eben Wirtschaftssimulationen wie Rollercoaster Tycoon 3 oder Zoo Tycoon. Genau. Mhm. Nur, dass diesmal eben nicht um einfache Zootiere wie Löwen oder Tiger geht, sondern um Dinosaurier. Also hierbei ein Dinosaurier-Aufbauspiel. Also endlich mal ein bisschen Spannung quasi. Endlich mal Spannung, richtig. In dem langweiligen Park, ja. Du hast schon angeteased, Dinosaurier ist offensichtlich ein Teil der Aufgabe des Spielers. Was ist quasi aber so im Gesamtpaket das, was ich tun muss in dem Spiel? Genau, also man baut halt einen großen Dinosaurierpark auf. Dazu hat man, je nachdem wie gut oder schlecht man ist, im Endeffekt bis zu 5 Inseln zur Verfügung. Mhm. Das liegt daran, wie gut die Parkbewertung ist. Also ab einer Bewertung von 3 Sternen kann man eben eine neue Insel freischalten. Die Bewertung setzt sich dabei zusammen aus der Artenvielfalt, der Anzahl und dem Wohlbefinden der Dinosaurier sowie halt der Zufriedenheit der Parkbesucher. Parkbesucher wollen eben unterhalten werden, wollen was zu essen haben, wollen irgendwo schlafen können, wollen die Möglichkeit haben, sich irgendwelche Klamotten zu kaufen, also das Rundum-Paket, was man halt in so einem Park eben haben will. Genau, ja, dass sie dir auch ein schönes Phantasialand-T-Shirt oder so genau, sehen. Nur dann halt mit einem gefährlichen Dinosaurier drauf. Ja, schon cool. Und nicht, ja, ist auf jeden Fall cooler. Und dafür muss man halt sorgen. Und wenn man dann eben eine Bewertung von 3 Sternen bekommen hat, kann man auf eine andere Insel gehen. Mhm. Da sind dann die Bedingungen vielleicht ein bisschen anders. Zum Beispiel das Wetter ändert sich oder das Wetter ändert sich schneller oder ist heftiger. Mhm. Was dann auch Folgen zum Beispiel auf den Strom hat, dass der schneller ausfällt. Strom. Dazu wird's dann, also du hast wahrscheinlich dann aber auch immer neue Optionen, so neue Dinos oder sowas pro neue Insel, ne? Das wird ja nicht nur schwieriger. Erstmal wird es schwieriger. Ja, okay. Das ist nämlich, du. Ist ja auch schon zu haben. Genau, du startest nämlich mit
null Geld wieder. Also du kannst das Geld nicht übernehmen. Die Dinos, die du aber freigeschaltet hast. Null Geld, ja. Die Dinos, die du aber freigeschaltet hast und die Forschung, die du schon betrieben hast und so, kannst du mitnehmen. Hm. Das heißt, du startest nicht komplett bei null, sondern nur, was deinen finanziellen Status angeht. Mhm, genau, und dann kannst du dich da eben wieder weiterentwickeln, kannst da wieder weiter forschen und. Und es gibt auch noch was Besonderes, wenn du nämlich 4 Sterne auf einer Insel erreicht hast, schaltest du quasi direkt die 5. Insel frei. Ah. Und das ist so eine Sandbox-Insel. Da hast du dann quasi unendlich Ressourcen zur Verfügung. Also klar, dein Gebiet ist noch ein bisschen eingeschränkt, aber du hast ja unendlich Geld zur Verfügung und kannst damit bauen und ein bisschen testen und einfach ausprobieren, ja, wie du lustig bist. Ich habe es jetzt gerade schon gesehen und du hast ja auch erzählt, heimlicher Star sind die Dinosaurier. Genau. Aber wie mache ich eigentlich Dinosaurier? Ich meine, die kriegst du ja jetzt nicht mal eben beim Lidl. Ja, ich kann ja auch mal eben einen freilassen, damit wir das schon mal sehen. Ja, sieht ja, nämlich einfach meiner Meinung nach Alter, fantastisch aus. Weißt du, das ist auch noch mein Lieblingsdino. Ich habe schon fast gedacht. Ja, es ist. Also genau. Ich habe sogar noch so eine hässliche Plastikfigur, die ist bestimmt tödlich giftig. Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Dinos schlüpfen lassen, sieht schon mal fantastisch aus. Mhm. Jetzt ist sogar schon einer krank. Ja, er scheint Krankheit eingedämmt, oder? Nee, gerade ist einer krank geworden. Ach, Kacke. Den muss ich jetzt erstmal heilen. Aber das kriegen wir auch in Nähe, muss nicht direkt erschossen werden. Wie komme ich auf solche Dinos? Das Ganze funktioniert so, dass ich erstmal ein Expeditionsteam quasi losschicken muss. Oh, jetzt bin ich hier noch im Menü. Ein Expeditionsteam. Das schicke ich dann auf der Weltkarte los. Das erforscht dann da ein paar Orte und findet dann je nachdem, was sie finden, halt Fossilien zu bestimmten Dinosauriern. Diese Fossilien kann ich dann extrahieren. Und je nachdem, wie gut oder schlecht die sind, bekomme ich eine höhere Anzahl an Genomen raus. Das ist dann quasi diese Prozentanzeige dann? Genau, ja. Diese Prozentanzeige erhöht sich dann. Und je nachdem, wie hoch diese Prozentanzahl ist, so hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Dino ausbrüten kann. Ah. Man sieht hier schon 76%, hier 52%. Das heißt auch nur, dass es zu 52% funktioniert. Und was an der Stelle vielleicht auch wichtig ist, dass man keinen Dino ausbrüten kann, wenn man nicht mindestens 50% des Genoms hat. Ja, ansonsten ist ja die Erfolgsaussicht auch ziemlich gering. Ne? Genau, jetzt kommt hier schon eine Übertragung rein, weil ich wieder eine Mission geschafft habe. Also Aufträge gibt es auch. Genau, oder? Missionen gibt es auch. Dazu hat man 3 Fraktionen, von denen man Missionen annehmen kann. Das sind einmal die der Wissenschaft, die der Unterhaltung und die der Sicherheit, genau. Ja. Ah, also, ja, genau. Sicherheit und je nachdem, bei wem man dann die Aufgaben erfüllt, steigt auch das Ansehen. Mhm. Zumindest bei der Fraktion, bei der man die Aufgaben erfüllt. Nachteil ist dann wieder die Fraktion, die man vernachlässigt, einen auch weniger. Ja, klar. Ja, es ist ja wie so 3 Menschen, die einen hin und her ziehen genau, in diesem großen Park. Doof ist aber jedoch, dass die sich manchmal verhalten wie Siebtklässler, weil wenn du die einen zu sehr vernachlässigst, sind die oder können die so sauer werden, dass sie sogar versuchen, deinen Park zu manipulieren. Alter, ich dachte, dann lade die dich nicht zum Geburtstag ein oder so. Nein, das wäre noch schön. Also sie, meiner Meinung nach, verhalten die sich echt wie Kleinkinder, die sich so Geschwister, die sich streiten, wer von Muttern und Vater am meisten geliebt wird. Ja. Und wenn sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, dann schreien sie so lange. Oh, Kacke. Aber das ist eigentlich auch nur eine Kleinigkeit, das kriegt man schon hin, gerade weil man auch nicht gezwungen ist, Missionen anzunehmen. Okay. Von daher ist das schon in Ordnung. Aber man muss auch sagen, Missionen bringen einen auch weiter. Das heißt, bestimmte Dinosaurier schaltet man dann nur über Missionen frei. Okay. Hast du mir ja schon recht viel erklärt. Ich muss sagen, Dinos und wie das aussieht, ziemlich geil. Ja. Die Berater weiß ich jetzt nicht. Also mal ehrlich, wo sind so Stärken, wo sind Schwächen vom Spiel? Schwächen hat das Spiel auf jeden Fall darin, dass man nicht, ich sag mal, mit der Zeit rumspielen kann. Also man kann das Ganze nicht anhalten, was dann manchmal stressig wird, wenn ein Dino wieder krank wird und man möchte aber gleichzeitig weiter forschen und was ausbrüten und dann ist vielleicht, die Dinos können auch sterben, dann liegt vielleicht, wenn es ganz doof läuft, irgendwo ein Dino tot im Gehege rum und das muss man dann alles irgendwie gleichzeitig managen und es wird ja immer mehr, je größer der Park ist. Mhm. Und da ist eben halt schon mal ein Nachteil, also das wäre vielleicht wünschenswert, dass man einfach eine Pause-Taste hat. Was findest du vielleicht am schlimmsten so, sozusagen? Gibt's da was? Also was ich zum Beispiel auch selbst extrem schade finde,
ist, dass es jetzt schon wieder, also das Spiel ist ja am 12. Juni rausgekommen und jetzt gibt es schon wieder ein Dinosaur Deluxe Pack. Alter! Für einen Steam 10,99 €, wo man dann 5 Dinosaurier bekommt. Wow. Was quasi ein Fünftel des Einkaufspreises ist. Und boah, ist das heiß. Ja, ich finde es immer schade, dass sie nicht erstmal gucken, dass ihr Spiel wirklich funktioniert und alles läuft. Aber da muss ich dann auf der anderen Seite auch sagen, jetzt haben sie dieses Deluxe Pack. Vor kurzem haben sie aber auch, um vielleicht auch zu den Stärken des Spiels zu kommen, ein Gratis Update. Ja, machen wir noch die größte Stärke auf jeden Fall. Genau, ein Gratis Update rausbekommen, wo auch neue Dinos waren. Aber die größte Stärke auf jeden Fall an sich sind die Dinosaurier, weil sie sehen einfach fantastisch aus. Das Ausbrüten und gerade wenn sie eben aus ihrem Gehege lassen werden, sieht einfach super aus und macht einfach total Spaß, den zuzuschauen und das Ganze zu managen. Ja, nice. Gut, Konz, sei bedankt für die Expertise. Gerne. Und lass dich da nicht auffuttern. Mach ich nicht. An dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz vielen Dank an Frontier Developments fürs Basteln und Publishen vom Spiel. Weiter geht's in einem Spiel, bei welchem der Mensch mit der Bastelei vielleicht ein kleines bisschen übertrieben hat und bei humanoiden Robotern bereits angekommen ist. Welche mitten in und dann doch irgendwie am Rande unserer Gesellschaft leben. Wir beschäftigen uns jetzt in unserem Level-Up-Review mit Androidenwesen und Detroit Become Human. Oha, was haben wir denn hier? Viele Anzeigen, Bildschirme und Roboter und noch mehr Roboter. Sogar die Vögel muss man hier erst anschalten. Komisch. Das kann doch eigentlich nur... Ja, das muss das neue Spiel der Heavy Rain-Macher Quantic Dream sein. Detroit Become Human heißt die neue Seifenoper des französischen Spieleentwicklers und spielt in der fiktiven Zukunft im Jahr 2033. Und ja, es geht mal wieder um das ewige Wehklagen der Androiden. Roboter findet Liebe. Ich kann doch keinen Roboter lieben. Roboter traurig. Roboter muss zerstören. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Ja, okay, zugegeben, die erste Mission des Spiels handelt quasi genau von diesem Plot. I loved them, you know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. Das Spiel liefert neben bekannten Themen auch neue Ansätze, wie etwa die Folgen der zunehmenden Automatisierung, die damit verbundene steigende Arbeitslosigkeit. Look at this little motherfucker. You steal our jobs, but you can't even stand up. Sie klauen unsere Jobs! Sie klauen unsere Jobs! Sie klauen unsere Jobs! Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich. Und natürlich entstehen dadurch auch wieder massig Wutbürger, die die Schuld bei einer Minderheit der Gesellschaft suchen. God will not let this happen. No, he will not allow his creation to be led astray by these artificial demons. Why do you look at me so, demon? I know who you are. I can see through you. You are the one by whom the evil will come. You are the one who will destroy Detroit. Der erste Dämon, den ihr verkörpern dürft, ist Connor, der von seiner Robotermama Amanda. Wer zum Teufel ist Amanda? Dazu beauftragt wird, Mordfälle aufzuklären und herauszufinden, weshalb in letzter Zeit immer mehr Androiden das Rebellieren anfangen. Und obwohl ihr mit eurer Ausstattung der perfekte Assistent zur Aufklärung dessen seid, müsst ihr trotzdem jedes Mal aufs Neue beweisen, dass ihr nicht nur ein verdammtes Stück Plastik seid. I don't need any assistance. Especially not from a plastic asshole like you. Kara wiederum ist ein Hausmädchen-Droid und kümmert sich um das Aufräumen der Bude des arbeitslosen alleinerziehenden Tots. Gerade nach einem Unfall, neu zusammengesetzt, dürft ihr euch direkt wieder an die Arbeit machen. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the brat gone now? Bei einem Blick in Tots Bude kommt uns direkt die Frage in den Sinn, wie die ganzen Wutbürger überhaupt noch ohne Androiden überleben wollen. Nach kaum 2 Wochen steht der Abfluss komplett voll, die Spülmaschine ist defekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pizzakartons und eine Reisbox stehen rum und nicht mal den vollautomatisierten Staubsaugerroboter konnte man anschalten. Dafür sind die Rollenverhältnisse gegenüber dem Frau-Droiden wenigstens klar geregelt. Kara! Yes, Todd? Bring me a cold beer!
Right away. Der letzte im Bund ist Marcus, der für seinen reichen Künstlerherrn eine Art Altenpfleger darstellt. Dieser sieht sich selbst als einer der wenigen Androiden-Freunde und ermutigt Marcus, fernab seiner Programmierung zu denken. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. Dies gipfelt darin, dass Marcus in einem einschneidenden Erlebnis seine Programmierung durchbricht und anfängt, für sich selbst zu entscheiden. Da Detroit, genau wie die Vorgänger Heavy Rain und Beyond Two Souls, hauptsächlich durch seine Inszenierung und durch die Story hervorstechen möchte, wollen wir über diesen groben Anriss des Prologs hinaus nicht viel mehr verraten. Allerdings können wir euch so viel sagen, dass Detroit in Sachen Spannung, Inszenierung und Entscheidungsfreiheit im Gegensatz zu den Vorgängern nochmal ordentlich eine Schippe draufgelegt hat. Auch wenn manche Szenen dann doch etwas zu hart versuchen, euch mit dem Holzhammer die Dramatik in den Kopf zu hämmern. So müsst ihr euch in einer an sich sehr stimmigen Szene auf dem Schrottplatz wieder aus alten Androidenkadavern zusammenflicken, über einen Berg aus verwesenen, zum Teil noch aktiven Artgenossen emporklettern, bevor ihr dann plötzlich wie ein sehr cooler Actionheld mit eurer Lederjacke gegen Sonnenaufgang reitet. Ich glaube an dich, Marcus. Sei. Ich glaube. Ich kann jetzt doch einen Roboter lieben. Ab und an wird der Spielfluss auch etwas durch Rätsel gehemmt, deren Lösung man zwar kennt, aber man nicht genau weiß, wie das Spiel diese jetzt serviert haben möchte. Wie zum Beispiel hier, wo wir ein Graffiti finden sollen, obwohl wir seit 10 Minuten davor stehen und einfach nicht verstanden haben, was wir da jetzt genau machen sollen. Aber das ist alles egal, denn im Gesamten gehen diese kleinen Mankos völlig unter. Wer also Bock auf eine Zukunftsseifenoper oder generell an narrativen Spielen hat, der kann und sollte zugreifen. Alle anderen, die eher auf ein spaßiges Gameplay setzen, suchen allerdings auch bei diesem Spiel von Quantic Dream an der falschen Stelle. Aber das konntet ihr euch bestimmt schon denken. Weil ich bin fest davon überzeugt, selbst ihr werdet danach denken. Yes, there is something about it. Something I can't quite define. I guess I like it. So, jetzt aber schnell. Alle PS4-Besitzer, geht spielen und habt Spaß mit Detroit Become Human. Gut, das war unser Review zu Detroit Become Human. Auch nochmal vielen Dank an Kai, der das Spiel für uns getestet hat. Wir haben gesehen, Gerangel, Geschrei und das Übersteigen von Artgenossen für den eigenen Selbstzweck. Im Beitrag war das alles noch Fiktion, allerdings ist es eigentlich schon bittere Realität. Ähnliches ist nämlich geschehen vom 9. bis 14. Juni in Los Angeles. Dort fand die E3 statt und tausende Menschen kamen zusammen, um einen ersten und besten Blick auf die potenziellen Neuzugänge im Spielregal für die Lieblingsspiele zu ergattern. Der Staub hat sich jetzt etwas gelegt, die Euphorie hat sich etwas gesetzt und so wagen auch wir von Level Up einen Blick aufs E3-Lineup. Ach, die E3, die Electronic Entertainment Expo. Schauplatz unglaublicher und unglaublich seltsamer Pressekonferenzen, Spielepräsentationen und weiterer medialer Machenschaften rund um das schönste Hobby der Welt, nämlich Zocken. Wie jedes Jahr fand auch dieses Mal in Los Angeles wieder die wichtigste Spielemesse der Welt statt. Und da wir bei Level Up doch irgendwo drinnen den tief vergrabenen, halb verdrängten journalistischen Anspruch schreien hörten, haben wir in der Redaktion mal rumgefragt und unsere vier Highlights der E3 für euch zusammengetragen. Und den Anfang machen wir bei Michi. Mein Highlight der E3 war ganz klar The Last of Us 2. Ich habe das erste Spiel damals, das war das erste Spiel für die PS4, was ich hatte. Und das war so ein selten geniales Spiel und ich freue mich einfach, dass die Story mit Joel und Ellie jetzt richtig weitergeht und auch das Gameplay sah richtig geil aus, typisch The Last of Us halt. Da freue ich mich richtig drauf. Teil Nummer 2 der Last of Us-Reihe macht im Wesentlichen da weiter, wo der Vorgänger endet. Das gilt vor allem bei der Story. Laut Entwickler Naughty Dog knüpft das neue Action-Adventure-Horror-Survival-Hybrid-Spiel an die Geschichte des brillanten vorangegangenen Teils an.
Allerdings wird es wohl brutaler, düsterer werden im neuen Spiel. Laut Game Director Druckmann ist The Last of Us 2 ein Kommentar über Gewalt. Zur Story ist bisher schon bekannt, dass Ellie nach wie vor in Jackson County ist, dort mit einer Ex-Freundin Sicherheitsrunden dreht und das Hauptcharakter 2, Joel, aus unerklärten Gründen die Gemeinde verlassen hat. Und auch neue Feinde gibt es. Neben dem bereits bekannten Pilzbefallenen will auch der zwielichtige Kult der Seraphiten Böses für die Welt und die Spielenden. Zuletzt sei gesagt, Grafik, Animation, Mimik, Gameplay, Gestik, quasi das Naughty Dog-Paket, sieht wieder Wahnsinn aus. Das Spiel ist auf dem besten Weg, ein Hit zu werden. Ja, mein Highlight dieses Jahr bei der E3 ist Battlefield 5. Es gab zwar eine Menge geiles anderes Zeug, aber ich habe einfach Bock auf ein neues Battlefield und das sieht schon extrem geil aus. Also mein Highlight Battlefield 5. Na klaro, Battlefield geht halt auch immer. Die Präsentation auf der E3 war vielleicht auch deswegen so klassisch wie immer und so stark wie immer. Riesige Massenschlachten, Multiplayer bei Mega-Optik? Check! Zerstörbare Maps? Check! Ein passendes Szenario wie in diesem Fall den Zweiten Weltkrieg? Ebenfalls check! Des Weiteren ist bekannt, dass es keine Lootboxen im Spiel geben wird, wenn auch der Ingame-Shop es wieder ins Spiel geschafft hat. Zudem gibt es 8 Spielmodi zum Release, wenn auch nicht den aus Bad Company bekannten Rush, einen Story-Modus und es wurde ein Battle-Royale-Modus angekündigt. Zudem bekommen Spieler und Spielerinnen wohl große Freiheit rum und die Ausgestaltung ihrer Person hinsichtlich Charakterauswahl aus Geschlechtern und verschiedenen Ethnien, sowie Prothesen, Ninja-Schwertern und noch mehr abgefahrenen Kram. Kann man jetzt historisch fragwürdig nennen oder man freut sich eben darauf, fiesen Nazis Fettschwertfutter zu setzen. Ja, mein E3-Highlight, das ist wahrscheinlich, das ist sehr untypisch für mich, was ich dieses Jahr mir da rausgesucht habe. Aber es war so die komplette Präsentation auch drumherum, die das für mich ausgemacht hat. Bethesda-Konferenz, es ist spät, irgendwie diese komische Band spielt. Und dann auf einmal dieser Mega-Render-Trailer mit der einen Kamerafahrt durch die ganz verschiedenen Bereiche und Leichen und Kadaver und Blut und alles. Und deswegen finde ich, Doom Eternal ist mein E3-Highlight. Mit Doom Eternal wird das 2016 veröffentlichte Doom von id Software endlich weitergeführt. Viel bekannt? Pustekuchen. Bis dato weiß man eigentlich nur, dass wie bei Doom 2 aus den 90ern nicht auf dem Mars, sondern auf der Erde geballert und geschnetzelt wird. Außerdem gibt es wohl Monster, Monster, Monster und mehr Infos erst in der Zukunft. Toll ist das zwar nicht, aber wenn man diesen Trailer schaut, ach ja. Mein Highlight der E3 war eindeutig Death Stranding. Man hat zwar wieder jetzt nicht so viel an Details gesehen, aber was man gesehen hat, war dafür umso geiler, fand ich. Die Landschaften sahen einfach so geil aus, selten so gute Landschaften gesehen. Und vor allem auch, wie die Sachen, die er auf dem Rücken transportiert, sich so mitbewegen. Wenn er da so über diese Landschaft läuft und dann ist sein Bein so ein bisschen weiter oben rechts, dann schwappt so langsam dieser Kopf der Leiche, der auf dem Rücken ist, so ein bisschen mit rüber und dann macht es auf einmal zack und er fällt schon fast hin, fängt sich wieder und das einfach so schön flüssig, ohne Cutscene, sondern einfach so, habe ich bisher noch nicht gesehen, so realistisches Laufen. Ja, ich kann mich über sowas freuen, aber ich habe Bock drauf, dieses Mysterium endlich zu erkunden. Am 30. Juni und 1. Juli könnt ihr die Qualifizierung des Age of Empire Escape Champions League von insgesamt 40 Spielern A8 Gruppen mitverfolgen. Dieses Turnier umfasst den Qualifizierungsphase sowie 7 weitere Ebenen. In jeder Ebene gibt es liebevoll animierte Wappen. In den europäischen Ebenen gibt es beispielsweise durch mittelalterlich geprägte Elemente natürlich noch mal ein bisschen mehr Umfang. Jede Ebene bietet ihre auf die Umwelt abgestimmte Map sowie Bevölkerung. Zusätzlich gibt es verschiedene Match-Modes, zum Beispiel 1 gegen 1 oder 4 gegen 4. Besonders aufregend das $60.000 Preisgeld. Die News zum League of Legends Summer Split. Cloud9 hat die Aufstellung des Teams geändert. Die alteingesessenen Spieler Jensen, Sneaky und Smoothie treten ihre Plätze im Kader ab und wurden ins Academy-Team verschoben. An ihre Stelle treten Caesar, Keith und Golden Glue. Laut eines Statements des Cloud9-CEO Jack Etienne haben sie im Academy-Team ihr Können unter Beweis gestellt und viel Mühe in die Teamarbeit gesteckt.
Das Team Envy hat all seine Mitglieder des französischen CSGO-Teams entlassen. Dies geschah in der Hoffnung, dass sie so ein nordamerikanisches Team erschaffen. Envy-CEO Mike Hastrom-Ruffelt sagte dazu: "Wir haben die Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Spieler, Coach und Manager in Europa genossen. Ein Stück unseres Herzens wird immer bei den Spielern und Fans in Frankreich sein. Sie halfen uns, Counter-Strike-Wettkämpfe auf der ganzen Welt populär zu machen." Das waren die News von mir. Nun folgt ein kleiner Beitrag sowie das Counter-Level, das Community-Level-Spiel. Oh, hallo, Michi. Du hattest immer viel Erfolg an der Uni, im Sport und auch im Gaming-Bereich. Jetzt hattest du diese geniale Idee mit dem Community-Level. Kannst du dieses deinen zahlreichen Fans erklären? Natürlich. Was man zuerst mal über Genialität wissen sollte, ist, dass man sie nicht erlernen kann. Sie ist mir angeboren. Aber zum Community-Level. Ich dachte mir, es wäre schön, wenn ein Spieler nach erfolgreicher Bewerbung mittels E-Mail an chefred@istaff.de die Chance hätte, gegen mich zu verlieren. Dieser Spieler und ich spielen dann ein bestimmtes Spiel gegeneinander und sollte der Auserkorene tatsächlich gewinnen, wird eine solche übermenschliche Leistung mit einem Preis entlohnt. Aber hat ein normaler Spieler gegen jemanden wie dich überhaupt eine Chance? Natürlich nicht, aber es ist doch immer wieder schön zu sehen, wie jemand seine Grenzen aufgezeigt bekommt. Ja, und damit herzlich willkommen zum absoluten Highlight von Level Up, dem Community Level. Letztes Mal bei Level Up hat sich der liebe Eddie bei Mario Kart, sagen wir mal, versucht und ist, gescheitert, nennen wir es jetzt auch mal so. Dieses Mal spielen wir Rocket League und Selina hat die Chance, es besser zu machen. Hallihallo. Hallo Selina. Also, wir spielen Rocket League, 3 Spiele, a 5 Minuten, bis Torlimit 3 Tore, also wer zuerst 3 Tore schießt, hat gewonnen. Solltest du 2 Spiele gewonnen von den 3, hast natürlich auch gewonnen und kannst eine Rocket League Cap gewinnen. Sehr gut. Solltest du gewinnen. Was natürlich, egal. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt ins Spiel. Das ist übrigens gute Wahl mit dem Stadion. Auf jeden Fall. Du mir aussuchen. Ja, natürlich. Nett wie du bist. Ja, du wolltest mir eine faire Chance lassen. Natürlich. Ja. Kannst du auch natürlich auch die Teamfarbe aussuchen. Blau oder orange. Super orange, ne? Na, dann nehme ich natürlich blau. So, und damit auch ein herzliches Willkommen nochmal aus dem Let's Play Level. Hier sitzen der Konz und ich und werden wie letztes Mal auch kommentieren. Wir sind natürlich ganz klar auf Selinas Seite. Klar. Aber ich glaube, das wird schwierig heute werden. Also Selina ist nicht die erfahrene Rocket League-Spielerin, hilft uns quasi heute so ein bisschen aus. Ja, da sehen wir schon Michi deutlich am Drücker, oder? Ja, Michi in Blau, wenn ich es richtig sehe. Aber Alter, den hat er aber versenkt. Selina in Orange. Wir hoffen natürlich das Beste für unseren Gast, aber da ist Michi auch schon mit dem ersten Tor. Maika-Shooter, da ist ein Flug gegangen, wie er sich nennt. Maika-Shooter. Ja, ist schon ziemlich. Aber erstes Tor muss noch nichts heißen. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall für Selina. Beide sehen schon mal hochkonzentriert aus. Ja, das ist wahr. Und das war leider. Da ist ein Pressball und da ist das 2-0 schon da. Ihr seht leider auch, weniger als gar nichts. Es ist auch kein Time-Limit eingestellt, es geht wirklich nur um die Tore. Und Michi führt bereits jetzt 2-0. Also, das wird heute wahrscheinlich eine klare Kiste werden. Oh, aber da ist mein Ball gewinnt. Warte mal ab. Ich hab's geschafft. Komm hier, Selina. Du jetzt! Michi greift wieder ein. Michi ist schneller auf dem Weg zum 3-0. Ich denke, dann wird er sich auch nicht nehmen lassen. Das sah so aus wie so ein großer Bruder, der kurz so das Lieblingsspiel hinhält und dann wieder wegzieht. So. Richtig gemein. Oder der so sagt, hey, ich habe da ein super cooles Spiel. Habe ich selber noch nie gespielt. Komm. Und wir spielen all dein Taschengeld. Genau, und dann ist er der übelste Pro. Und
So, ist wieder nochmal am Ball. Aber leg den hier auch mehr vor, ja, dass das klären das kann. Zu, da ist nicht genug Zucht da einfach, muss man sagen. Ich weiß auch noch nicht. Also das ist auch noch nicht die Haltung, die ein wirklich energisches Spiel ausmacht. Ich kenne es von anderen Spielen. Ui, da ist ja die Chance. Ja, da kriegt sie dann den Ball unter Kontrolle. Michi mit Tempo jetzt, komm. Ah, ich schnappe Jutta. Selina, was macht die denn da? Du musst doch irgendwie vorangehen hier. Und da, holt sich Michi souverän. Die erste Karte, 3:0. Spielt hier noch mit seinem Auto rum. Genau. Arrogant wie immer. Aber. Ja, aber das muss man ihm lassen. Ja, also nach dem 3:0, da kann man sich schon mal freuen. Ja, das ist in Ordnung. Sehen wir hier Gewinner von Spiel 1, Blau. Haut hier schon die heftigen Moves raus. Habe ich mir schon gedacht. Eieiei, das ist. Oh, sogar eine neue Karosserie freigeschaltet. Stark, Glückwunsch an dieser Stelle. Genau, da zockt er unseren Gast ab und kriegt auch noch eine Karosserie. Ne? Also es gibt keine Gerechtigkeit. Aber Selina scheint noch ganz gut drauf zu sein. Nee, das muss man ihr lassen. Ja. Also ich wär jetzt ganz scheiße. Aber wie gesagt, oh. Jetzt uns mal auf der Nahaufnahme. Ja, das ja. Also, fantastisch. Fantastisch, einfach überragend, was wir da gerade gesehen haben. Und wir kommen zurück und steht 1:0. Nach einer Sekunde. Es ist doch kein Minute an, ne? Es ist einfach nur, wir haben nicht viel erreicht im letzten Spiel. Oh Mann. Na, ärgerlich. Direkt beim Anstoß wird er versenkt. Komm, Selina, reiß dich mal am Riemen und Attacke jetzt. Das kann doch. Du willst dich doch nicht hier 9:0 abschießen lassen. Ja, wir spielen ja, wenn sie das jetzt verliert, ist es ja vorbei. Also wir spielen Best of Three. Selina kann übrigens, was sie gewinnen könnte, wenn sie es jetzt dreht. Komm, ne, Selina. Dann gewinnst du eine Rocket League Cap übrigens. Die verlosen wir andernfalls unter euch in der Community. Aber wir hoffen natürlich, dass endlich heute die Serie von Michi, die ein Spiel sie kommt. Das sieht doch jetzt ganz gut aus, wieder auf dem Weg nach vorne, aber Michi steht schon wieder davor. Ja, und da verdrimmelt sie sich auch einfach. Da brennt nichts mehr an, glaube ich. Da ist kein Gefüll im Bein. Aber komm, da hat sie jetzt. Mir fehlt hier auch ein bisschen die Energie von Selina. Da ich glaube, sie weiß nicht, wo der Nitro-Knopf ist. Mehr Wut im Bauch muss da sein, wenn du Michi ent- und ja, da ist das Eigentor so. Da schießt er das, sie mit, also schießt, sie, und, schießt Michi sie an und der Ball trudelt rein. Das ist furchtbar. Ich kann das Grinsen gerade noch so unterdrücken. Ja. Und das war. Nice! Oh! Selina! Wahnsinn! Anschlusstreffer, jawohl! Jetzt ist heiß hier! Jetzt ist nochmal alles so, drin. Da müssen doch jetzt mal. Da müssen doch jetzt mal ein paar. Jetzt zittert er! Emotionen kommen! Ganze Stufe. Jetzt nochmal alles reinwerfen an Selinas Stelle. Aber da fliegt sie erst an der Ballkontakt vorbei. Für Michi. Ah, Selina trudelt da langsam und ganz entspannt hinten, fährt am Ball vorbei. Ich habe das Gefühl, sie nimmt ihn gar nicht ernst. Nee, weiß ich auch nicht, was sie da macht. Das freut dich doch bestimmt auch. Ach, da ist wieder der Befreiungsschlag von Blau. Ja, da, sie drückt man nie. Da lässt er sie vorfahren und das macht er souverän. Aber Glückwunsch, ein Ehrentreffer. Ja, auf jeden Fall. Immerhin nicht zu null. Nein, der Ehrentreffer, den lasse ich. Muss jetzt nicht unter dem Kicker durchrutschen. Genau. Das war gut, das ist gut. Ja, da sehen wir es nochmal. Ja, verdienter Sieg von Michi, alles klar. Auch hier wieder, ich bin nicht zufrieden, aber man muss trotzdem Michi als Sieger anerkennen und beglückwünschen. Da ist er, Michael Langenfelder. Oh, und er gewinnt auch noch den Tennisball. Jawohl. Wer hat den Wirt gegeben? Ne? Genau, wer hat den Wirt gegeben? Ja, so viel zum Community-Level. Hast motiviert gespielt, sag ich ja. mal. Das eine Tor hast du wirklich geschossen. Gut, deine Verteidigung ist ja auch nicht, bist ja auch nicht die erfahrene Spielerin. Tja, zwei Community-Spiele, zwei Siege, würde ich sagen. Das läuft bis jetzt ja gar nicht mal schlecht für mich. Aber da muss ich mich natürlich auch gleich wieder verabschieden am Community-Level, weil das war's jetzt soweit von mir erstmal. Ja. Bin Anton. Ja. Glückwunsch. Vielen Dank dir. Selina. Das tut mir sehr leid, aber danke, Anton. Du hast dich tapfer geschlagen gegen unseren Titan, unseren Champion hier im Community-Level. Ich kann nicht. Ja, so gut ist er ja eigentlich. Okay. Starke Worte nach einer 6-1-Niederlage. Ist der Optimismus nicht vergraben. Ja, aber mich jetzt hat schon angesprochen. Wir müssen die Sendung jetzt an dieser Stelle leider beenden. Noch einmal vielen Dank an Psyonix, den Entwickler von Rocket League, an Quantic Dream und Sony. Das sind die Köpfe hinter Detroit Become Human und natürlich auch an Frontier Developments, die Köpfe hinter Jurassic World Evolution. Vielen Dank für die Spiele, die ihr entwickelt habt und natürlich an euch, liebe Zuschauer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Die nächste Produktion ist dann so Ende Juli, Anfang August, wahrscheinlich eher Ende Juli, also wir hauen jetzt einfach mal raus, wir werden nicht satt. Michi wird auch nochmal sagen, was dann gespielt wird hier. Ich werde es nochmal bekannt geben, bin mir noch nicht ganz sicher, aber
Ich hau's da noch raus, keine Panik. Und auch dann war natürlich wieder ein fantastischer Preis, den natürlich. Ihr dann hoffentlich endlich mal gewinnt. Die anderen beiden werden wir demnächst unter euch verlosen. Checkt da einfach unsere Social-Media-Profile aus. Ja, das war's von uns. Goodbye und let's level up. Tschüss, tschüss.